Hallo und willkommen zu einem neuen Slender Game. Mein Name ist Headshot 194. Wie es wahrscheinlich viele schon wissen. Aber ihr dürft mich Nico nennen, wie immer. Und heute spielen wir, weil wir kein Geld für die anderen Karten haben, Sanatorium. Sanatorium. Das gerade klang epischer. Nehmen wir das. Schneid das raus. Sanatorium. Sanatorium. Here I come. Viel zu hoch. Warum sprinte ich überhaupt so früh? Das ist idiotisch. Und wisst ihr, warum wir eigentlich überhaupt keine Angst vor Slender haben sollten? Denn wie es aussieht, sind wir ein Roboter. Denn wir können mit unseren Augen ranzoomen. Und wer kann das sonst einfach so? Wir haben nicht mal eine Brille auf oder sowas. Wir haben einfach Augen, die zoomen können. Das ist... Seit der Geburt habe ich die. Bin ich sehr stolz drauf. Habe ich noch nie wirklich verwendet. Also, absolut kein Problem. Absolut kein Problem. Ne. Und vielleicht ist Slender auch heute gar nicht zu Hause. Und der einzige Grund, warum wir so langsam sind, ist, weil der Roboter ein bisschen kaputt ist. Aber auch nur ein kleines bisschen. Gucken wir mal. Out of sight. Not out of mind. Wenn er außerhalb der Sicht ist, ist er aber nicht außerhalb unserer Gedanken. Weil wir ihn noch nicht einmal gesehen haben, wir aber schon über ihn reden. So ein Schlauberger, die Notiz. So ein Schlauberger. Ah, hier liegt mein Müll rum. Soll ich vielleicht mal wegräumen, ne? Slenderman ist ein richtig geiler Mitbewohner. Das ist... Der macht alles. Bis jetzt hat er immer aufgeräumt, also wirklich alles weggemacht, du musstest ihm nie was sagen. Er zahlt die ganze Miete allein, er besteht drauf. Er fühlt sich beleidigt, wenn du was mitzahlst. Und er lässt dir immer diese tollen Notizen hier. Du kannst nirgends hinlaufen und dich nirgends verstecken. Ja, das sagt er mir immer, weil ich immer ein bisschen schlampig beim Aufräumen bin. Ich verstecke die Sachen meistens immer und laufe dann immer weg. Aber das findet er nicht so lustig. Aber im Endeffekt ist er dann doch so lieb. Und räumt dann auch sogar mein Zeugs weg. Also Slenderman ist wirklich... Das ist unglaublich. Das ist der beste Mitbewohner aller Zeiten. Slenderman! Hey, komm mal raus. In unserem Keller hier. Warum wir einen Keller gemietet haben, ich weiß es nicht. Der Keller kostet eigentlich 500.000 mal so viel wie eine Wohnung in dieser Größe. Was sehr groß ist. Aber ich wollte unbedingt diesen Keller haben. Und Slenderman sagte, ja gut, also... Wenn wir schon in den Keller ziehen, dann bestehe ich darauf, dass du die Miete nicht zahlen musst. Hi, wie geht's? Ach so, du bist gerade an unserem persönlichen Sicherheitsmarkt hier. Kein Problem. Ich habe gerade wieder so ein bisschen statisches Rauschen. Schließlich wurde ich ja zerschossen, vergewaltigt und wieder neu zusammengesetzt. Und bin jetzt ein biotischer Roboter. Aber das ist ja kein Problem. Slender und ich verstehen es trotzdem prima. Slender und ich sind Bestmates forever. Da kommt keiner dazwischen. Ist es einfach so. Es ist Slenderman. Ist echt der beste Mitbewohner. Besseren Mitbewohner kann man sich nicht wünschen. Guck mal hier, und das ist ein persönlicher Waschraum. Der hat uns extra gekauft. Es gibt keinen Komfort im Waschraum. Und Klavier kann er auch noch spielen. Moment mal. Irgendwas stimmt hier nicht. Er kann kein Klavier spielen. Er hasst Klavier. Du bist nicht Slenderman. Ich weiß ganz genau, dass du es nicht bist. Ich weiß es ganz genau. Und du weißt es auch. Ey, ach so, es ist Slenderman, okay. Wahrscheinlich fliegt hier uns gerade einfach irgendein Kind hinterher, was... ...das Klavier spielt, um uns Angst zu machen. Es kommt aus dem Wald, das Kind, oder was? Das soll mal aufhören, hier Klavier zu spielen. Welches Kind kommt aus dem Wald und kann Klavier spielen? Mowgli? Bestimmt nicht. Oder Tarzan? Der schwingt jetzt gleich hier auf seinem Kabel lang, weil hier es ja leider keine Lianen gibt. Der kommt dann, ja, au, au, au. Nee, ist klar. Oh, hi Slender. Na, wie war's, Wäsche waschen? Keiner überlebt. Keine Wäsche. Fucking shit. Ist aber schade, Sandy, weil ich weiß immer noch nicht, wie man anständig Wäsche wäscht. Also irgendwie, du dürftest mir auch mal ein bisschen was übrig lassen, ne? Komm, Slenderman, wir spielen Verstecken. Ich fang an. Du suchst. Aber solange ich laufe, darfst du nichts machen, okay? Das ist so ein Schummeln. Hey, er hält sich tatsächlich dran. Das Einzige, was schlecht an ihm ist, er schummelt gerne.
Er schummelt sehr gerne. Das muss man leider sagen. Aber trotzdem, da kommt keiner ran. Ey, Slenderman, hör auf! Warum hast du schon wieder deine Mega-Hosen an, die länger sind, als du eigentlich bist? Die machen sich immer so lang. Das ist, weil die lang sind. Slendy, würdest du bitte aufhören? Du schummelst! Willst du einen armen Cyborg hier keine Chance lassen, oder was? Was haben wir dir denn getan? Du bist immer noch der beste Roommate aller Zeiten, Mann. Der beste Roommate aller Zeiten. Wo hast denn wieder deine Notizen hingehangen? Ich würde die jetzt ganz gerne lesen. Wenn da zum Beispiel draufsteht, irgendwie... Oh, boah, du bist ein... Einer der besten Mitbewohner aller Zeiten. Ja, ich weiß. Und unser Cyborg atmet. unterstützt mich hier ungemein. Slendy, es ist nicht verstecken, wenn du mich nicht verstecken lässt. Eine Soda zu nehmen, bitte. Eine Speed Cola. Speed Cola. Drink fucking Speed or you will die. Buy one of these or you will die. Das ist eine geile Jingle, oder? Alter, ich verkaufe irgendwas, was Speed Cola heißt. Oh, du machst meinen Kleiderschrank. Das ist nett von dir. Warum bist du eigentlich so klein? Ich dachte, du wärst viel größer. Lass mich jetzt mich bitte verstecken, ja? Lass mich verstecken. Sonst du schummelst. Das finde ich nicht nett. Ich mag es nicht, wenn Leute schummeln. Und ich bin extrem langsam gerade. Hör auf zu schummeln, okay? Endlich hat er aufgehört zu schummeln. Diesmal gehe ich hier mal rechts rum. Slendy. Hörst du jetzt auf zu schummeln? Slendy, hör auf zu schummeln. Oder ich singe einen Song. Und ich weiß ganz genau, dass du es hast, wenn ich einen motherfucking Song spiele. Ich weiß, dass du das hast, wie die Pest. Lass mich in Ruhe. Lass mir mal Zeit, mir ein verdammtes Versteck zu suchen, oder ich werde nie mehr mit dir verstecken spielen, nie wieder. Also lass mir Zeit, ich weiß, du bist ungeduldig, aber so viel Zeit muss sein. Räum die Wäsche da weg. Ja, jetzt bin ich nicht mehr so glücklich. So macht Versteckenspiel nämlich überhaupt keinen Spaß. So spielt man nicht Verstecken, Junge. So spielt man nicht Verstecken. Also lass es bleiben. Lass es bleiben, alles klar? Lass es bleiben. Okay, Slendy? Jetzt mal ohne Scheiß, Alter. Wie lange überlebe ich denn hier? Oh, Slendy. Bist du sauer, dass ich meine Wäsche dahin gelegt habe? Ja, ich habe gelogen. Es ist nicht meine Wäsche, es ist deine Wäsche. Also mach die da weg. Oder ich suche mir einen anderen Roommate. Das war toll, aber du hast hier nichts zu sagen, ja? Ist das klar? Was soll das heißen? Du willst mir auf die Fresse geben. Das wirst du niemals schaffen. Weißt du warum? Denn ich bin ein Cyborg. Kannst du mit deinen Augen rollen, hä? Ich hab dich da vorne gesehen in der Waschküche. Kannst du mit deinen Augen rollen? Sag mir das. Kannst du? Ich laufe im Kreis. Und zwar richtig brutal. Nein, kannst du nicht. Oh, shit. Oh, shit. Zieh dran, du crazy motherfucking Cyborg. Warum ist ein Cyborg so schnell ausgepowert? Wie man hier an Dragon Ball Z C18 und C17 war nie ausgepowert. Niemals. Wie kommt hier unten überhaupt Wind rein? Wir sind in einem Keller. Was ist hier für ein Windzug? Ich dreh mich so viel um. Hey, du hast hier immer noch nicht... Das reicht jetzt, ohne Scheiß. Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Ja, ich hab keinen Bock mehr auf dich. Nee. Ich such mir einen anderen Roommate. Das geht nicht. Und als Sender. Aber das geht so nicht weiter. Du warst immer mein Sklave. Immer mein Sklave. Das schaut mir immer nach. Ich dachte, wir wären schon mal in 6 Seiten. Fuck. 6 Seiten ist immer die Zahl, wo ich sterbe. Weil wir nicht so gerne Verstecken spielen. Ich muss hier lang. Hey, räum das weg, Alter. Oder ich trete dir zwischen die Beine, die du so schön streitst. Das ist sehr männlich. Das macht man so. Merken. Das macht man so.
Ganz wirklich, ohne Scheiß. Was passiert hier? Warum? Also in dem Sinne, warum passiert hier nichts? Und an welcher Notiz bin ich hier vorbeigeraten? Oh, Slender. Hol mir eine Cola, komm, hol mir eine Cola. Kein Problem, oder? Vielleicht singen wir einen Song und Slender hat Angst. Oh ja, siehst du, da verpisst er sich direkt. Da haben wir, glaube ich, seine Schwäche herausgefunden, ne? Waren wir hier schon? Ich hoffe nicht. Oh, Slendy, 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 Slendy. Warum machst du das, ne? Warum? Komm, sag's mir. Warum würdest du das tun? Muss dich erst wieder in die Waschküche locken? Komm, folg mir. Ja, dann eben nicht. Dann guck ich eben hier, was hier so abgeht. Gar nix. Und wir bewegen uns weiter. Ich habe übrigens gerade eine Aufnahme gemacht, die war auch ziemlich lustig. Allerdings war ich so schlau und hatte das Mikrofon am anderen Ende des Raumes, weil mich das immer ein bisschen stört, wenn das hier so rumhängt, gammelt, whatever. Oh, hi. Hast du meine wunderbare Statue... Wollte ich jetzt misshandelt sagen. Betrachtet. Oh. Er hat mein Mädchen genommen und nun holt er mich. Bitte, holt er nicht. Slender, mach... Mach dein Mist doch alleine. Wir gehen ab jetzt getrennte Wege. Nein, ich möchte nicht mehr dein Roommate sein. Und wir sehen uns, Freunde. Wir sehen uns, wenn Slenderman sich ein bisschen abgeregt hat. Kann man ja vielleicht nochmal darüber reden, ob man dich nochmal zusammenzieht. Aber so geht das gar nicht. Wir sehen uns nächstes Mal. Haut rein. Ciao. Danke fürs Zuschauen und so weiter. Peace.